Willkommen Leute zu einem weiteren Special-Video und zwar dieses Mal zu meinen 10 Lieblingskarten. Und ja, diese Top-Liste hier habe ich schon seit Ewigkeiten in Planung. Ich habe vor etlichen Jahren mal ein Video gemacht, wo ich quasi über meine Lieblingsmonster geredet habe. Das ist ewig lang her und dieses Video ist einfach null up-to-date zum heutigen Stand. Und deswegen dachte ich mir, werde ich dazu mal quasi eine neue Version drehen mit allen Karten, also quasi auch mit Zauber- und Fallenkarten. Wobei ich halt sagen muss, dass halt bei der positiven Top-Liste hier nur eine Zauber- oder Fallenkarte auftaucht und die auch relativ weit unten. Das ist halt so. Weil, naja, Monster sind einfach für mich so ein bisschen ikonischer und deswegen verbinde ich mit denen mehr. Kann ich nicht ändern, ist halt so. Aber wie gesagt, es kommt zumindest eine Zauber- oder Fallenkarte vor, also seid gespannt. Und beim nächsten Mal geht es dann quasi weiter mit meinen 10 Hasskarten, das ist auch geplant. Und auch das wird witzig, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was ich heute so erwähnen werde. Die ganze Topliste ist logischerweise rein subjektiv und ich werde einige Sachen aus meiner Kindheit erzählen und so weiter. Und ich denke mal, es wird Zeit, dass wir dieses Video endlich mal machen, weil das ist lange überfällig. Und wir starten heute mit der Karte Trishula, Drache der Eisbarriere. Und das ist einfach eine Karte, die ist mein Lieblings-Synchro-Monster. Das kann man nicht anders sagen. Ich mag die Karte hier mehr als Quasar, mehr als Stardust, mehr als Scarlight. Ich mag die Karte mehr als Crystalbing. Und das ist einfach deswegen so, weil diese Karte hier was ganz Besonderes ist, ja? Die ist in vielen Fällen Instabin und sie ist relativ leicht beschwörbar im richtigen Deck. Die Karte banisht eine Karte in der Hand des Gegners, auf seinem Board und in seinem Friedhof, was halt richtig devastating kommen kann, in allen drei Bereichen. Die Karte kann den Effekt immer triggern, es muss nicht überall eine Karte vorhanden sein, wie halt beim Necrozrishula, was die Karte halt wesentlich besser macht als quasi in den Necrozrishula. Und die Karte ist halt einfach vom Artwork her sehr, sehr cool. Ich mag einfach diesen dreiköpfigen Wasserdrachen, das hat was. Das ist eines meiner Lieblingswassermonster und ich finde es wunderbar, wie viel stärker einfach diese Karte ist, als der gesamte Rest ihres ganzen Themas. Ich meine, Ice Barrier ist ultra scheiße. Aber die Synchro-Monster sind teilweise komplett broken, das ist der Wahnsinn. Ich meine, Brionak beispielsweise hat sogar eine Ratum gebraucht, das ist halt wirklich lächerlich. Trishula ist mittlerweile die beste Ice Barrier-Karte, wie ich finde. Und ich denke mal, die wird auch bald wieder Play sehen, aber aktuell ist die Karte halt nicht so leicht beschwörbar in den stärksten Decks, die rumlaufen. Aber wie gesagt, das ändert sich wieder und die Karte wird wahrscheinlich noch für lange Zeit lang mein Lieblings-Synchro-Monster bleiben, weil es einfach so gut designt ist. Als nächstes haben wir jetzt allerdings die einzige Karte auf der Top-Liste, die kein Monster ist, und zwar die Karte Überläufer. Weil diese Karte hier hat das schönste Artwork aller Zeiten, wie ich finde. Ich muss sagen, die Karte hier sieht besser aus als jedes Monster, was jemals released wurde, weil das Artwork einfach legendär ist, ja, das kann man nicht anders sagen. Ich denke mal, da werden mir auch sehr viele Leute zustimmen, dass dieses Artwork wahrscheinlich nie übertroffen wurde und vielleicht auch nie übertroffen wird, weil es einfach perfektioniert ist. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Die Karte selbst ist leider komplett broken, weil die Karte halt leider Monster übernehmen kann, ohne irgendwelche Restriktionen bis zur Endphase. Und das ist grenzwertig. Die Karte braucht vielleicht mal ein Erratum oder so. Aber ich hoffe, dass die Karte vielleicht irgendwann mal eine gebalancete zweite Version bekommt oder so, die quasi an diese Karte angelehnt ist. Das könnte ich mir vorstellen. Oder wie gesagt, ein Erratum, dass die Karte halt nicht komplett scheiße macht. Das wäre auch nett. Und dann haben wir die Karte wieder zurück und die Karte ist halt wirklich so schön. Ich würde die gerne heutzutage einsetzen. Das ist für mich die hübscheste Retro-Karte aller Zeiten, beziehungsweise die hübscheste Karte generell. Aber ich habe halt mit einer Zauberkarte, die als generische Karte rumläuft, jetzt nicht so eine krasse Beziehung und deswegen kann ich die Karte jetzt nicht so hoch ranken. Aber ich denke mal, die Platzierung über Trishula macht Sinn, weil den benutze ich ja auch quasi so ein bisschen als generische Karte, die sehr cool ist. Aber die restlichen Karten haben so ein bisschen einen emotionaleren Wert für mich und deswegen ist Überläufer dann noch knapp drunter. Beispielsweise halt die Karte Shinato, König der höheren Ebene. Und diese Karte ist mein Lieblingsritualmonster und ihr wisst Bescheid, ich liebe Ritualmonster. Und ich mag Noah. Das ist halt ein Antagonist aus dem ersten Yu-Gi-Oh! Anime, den wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht unbedingt kennen. Das ist quasi ein weiterer Bruder von Kaiba, der so ein bisschen verschollen war. Und dieser Charakter hat einfach halt diese Karte eingesetzt und die ist einfach unfassbar cool. Und ich habe die Karte sehr gerne gespielt in halt Nightmare Troubadour, dem DS-Spiel, mit dem ich quasi so ein bisschen in dieses Franchise wieder reingekommen bin, nachdem ich als Kind irgendwann mal die Starterdecks hatte. Und hätte ich dieses Spiel nicht gespielt als Kind, hätte ich wahrscheinlich diesen Kanal hier niemals aufgemacht, weil es hat Yu-Gi-Oh! Quasi bei mir im Kopf verankert. Und als ich dann später von DevCore gehört habe, habe ich quasi angefangen mit diesem Kanal hier. Und Shinato war quasi eine meiner coolsten Erinnerungen an dieses Spiel, weswegen ich die Karte auch auszeichnen möchte hier, weil ich liebe dieses Monster. Ich würde mir wünschen, dass das Ganze mal zu einem Themendeck werden könnte. Ich stelle es mir allerdings nicht wirklich realistisch vor, weil wie gesagt, die Karte hier ist bei mir zwar beliebt, aber die Karte ist halt nicht so bekannt. Aber Freunde, es wäre zumindest denkbar, dass die Karte vielleicht mal eine bessere Version bekommt, wie beispielsweise Shinato, Gottheit der höchsten Ebene oder so, so könnte man das nennen. Und dann wäre alles wunderbar.
Da könnte ich die Karte als Fun-Deck spielen, die Karte wäre vielleicht irgendwie spielstark, nicht unbedingt Meta oder so, und sie hat auch kein eigenes Thema dann, aber zumindest mal eine stärkere Version. Das würde ich feiern und das würde ich sehr gerne spielen, aber wie gesagt, ob das passieren wird, das liegt leider bei Konami. Als nächstes haben wir jetzt allerdings ein weiteres Monster, das ich quasi mit genau diesem DS-Spiel verbinde, und zwar die Karte Schweigsamer Magier Level 8, und diese Karte hier ist so cool. Die ist überhaupt nicht spielstark, ja? Die ist noch viel beschissener als Shinato, aber Leute, die Karte ist nice und sie ist stark, und das war's quasi auch schon. Ich habe früher ultra lange dieses Spiel gespielt, hunderte Stunden wahrscheinlich, und ich habe das Ganze wirklich auf 100% gespielt. Das bedeutet, ich habe jede Karte von jedem Booster durch RNG gezogen und halt dafür quasi in dem Spiel richtig viel Geld gegrindet. Und ich hatte in der ganzen Zeit quasi diese Karte so gut wie immer im Deck. Und sie kam immer wieder witzig. Sie war nie ultra stark oder so. Das habe ich auch als Kind realisiert. Aber ich habe sie einfach gefeiert. Und deswegen will ich die Karte hier einfach aufnehmen. Ich weiß nicht, die Karte hier werde ich niemals vergessen. Und ich verbinde die Karte irgendwie noch mehr mit dem Spiel als der Shinato. Weil Shinato habe ich halt nicht immer in meinem Deck gespielt, weil halt dieses Ritual schon mal ein bisschen bricken konnte und Shinato war halt nicht so stark. Aber dieser reine Beatstick, der quasi jede Runde stärker wird, das habe ich irgendwie als Kind gefeiert und die Karte hier ist einer meiner Lieblinge. Doch egal wie sehr ich diese Karte halt feiere, die Karte ist kein Blue Eyes. Ich muss sagen, ich mag den Blue Eyes Wild Dragon einfach sehr. Die Karte ist wirklich ein Klassiker, das kann man nicht von der Hand weisen. Die Karte hier wird niemals vergessen werden, auch in 30 Jahren noch nicht. Vielleicht auch nicht in 100 Jahren, weil die Karte einfach für das Franchise steht, wie Pikachu zu Pokémon, muss ich echt sagen. Das ist der Wahnsinn. Und das Artwork ist einfach nice, beziehungsweise die ganzen Artworks, beziehungsweise das Monster an sich. Und selbst das Thema ist cool, das spiele ich bis heute, beziehungsweise mittlerweile ist es sogar ein richtiges Thema geworden, mit sau vielen Karten. Ich habe letztens erst eine Themenanalyse dazu gemacht mit irgendwie 33 Minuten Länge, wo ich über etliche Karten geredet habe, die ich halt sehr, sehr mag, muss ich sagen. Also ich mag sämtliche Bossmonster des Themas eigentlich ganz gern und der klassische Blue Eyes ist halt einfach, wie gesagt, ein Klassiker. Und auch wenn ich das LOB-Artwork nicht mag, mag ich jedes andere Blue Eyes-Artwork sehr. Und ich habe sogar, bevor das Thema wirklich als Thema erschienen ist, damals Fun-Decks um die Karte gebaut, zusammen mit den Drachenherrschern und so weiter. Und es hat auch so viel Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ich habe die Karte schon gespielt, als sie nicht stark war. Mittlerweile ist darum quasi ein cooles Rogue-Deck entstanden, was wahrscheinlich für immer Support bekommen wird. Und deswegen bin ich aktuell sehr zufrieden damit. Und ich denke mal, erwähnen muss ich die Karte auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich die Karte bis heute sehr gerne spiele, habe ich die Karte auch über den Schweigsamen Magier platziert und auch über Shinato. Aber das ist halt wirklich ein Ehrenplatz, muss ich sagen. Doch noch etwas cooler finde ich halt logischerweise die Drachenherrscher, weil das sind einfach die Drachenherrscher, Leute. Die müssen hier drauf, das ist ganz klar. Und vor allem halt der Blaster, weil das ist mein Lieblingsdrachenherrscher. Ich denke mal, naja, das wird bei fast jedem so sein. Der Blaster ist einfach eine saucoole Karte. Und generell das Thema ist richtig nice. Ich habe dieses Thema nicht aufgegriffen auf meiner Topliste mit meinen Lieblingsthemendecks, weil das Themendeck halt leider aktuell nicht spielbar ist. Aber, Freunde, es ist halt trotzdem einfach unfassbar cool. Ich liebe Drachenthemendecks. Ich liebe Blue Eyes, ich liebe Drake Unity, zumindest habe ich damals gerne gespielt. Ich liebe die Drachenherrscher und viele andere Sachen, die halt mit Drachen zu tun haben. Und deswegen sind die Drachenherrscher einfach, naja, das Themendeck, was mit Drachen zu tun hatte. Es ist damals eskaliert, es war cool, ich habe alles daran gefeiert. Ich mochte auch die Plays mit Dracozac und so weiter. Und ich denke mal, ich muss die Karte hier einfach erwähnen. Und ich habe jetzt mal den Blaster quasi exemplarisch genommen für halt die ganzen vier Drachenherrscher. Aber wenn ich sie ranken müsste, würde ich sagen, ich mag Blaster am meisten, dann Tidal, dann halt Tempest und dann Redox. Ich denke mal, es wird auch bei den meisten Leuten so ein bisschen die Reihenfolge sein. Aber Blaster ist halt einfach der Feuerdrache, von daher werde ich den wahrscheinlich immer am meisten mögen. Die nächste Platzierung kommt jetzt allerdings wahrscheinlich für die meisten Leute etwas überraschend, und zwar Exodia auf Platz 4. Und ja, ich habe die Karte mal echt gehasst, ja. Ich fand sie damals halt nervig, als immer wieder Leute quasi damit gespielt haben, online. Es hat sich allerdings mittlerweile gelegt, muss ich sagen, also das ist nicht mehr so schlimm. Die ganzen unfairen Draw-Karten sind auch raus und ich muss sagen, die Karte ist einfach ein so heftiger Klassiker. Ich mag die Karte sehr und ich habe hier sogar einiges zu verdanken, ja. Ich habe ja damals sehr viele Deckvorstellungen gemacht und ich habe auch diverse FDKs mit Exodia gezeigt damals. Und diese Videos kamen immer so gut an, die haben den Kanal hier echt gepusht, muss ich sagen. Und auch halt alles, wo irgendwie Exodia vorkam auf diesem Kanal hier, habt ihr extrem gefeiert. Also keine Ahnung, was mit Exodia los ist, aber irgendwie kommt das bei euch sehr, sehr gut an. Und deswegen hat halt diese Karte hier meinen Kanal auf Umwegen sehr krass supportet. Und deswegen will ich der Karte so ein bisschen was zurückgeben. Ich will die Karte hier belohnen. Sie ist sehr cool designt. Sie ist einfach eine der krassesten Klassiker. Die wohl ägyptischste Karte, die existiert in Yu-Gi-Oh! Das sagt schon einiges aus. Und ich denke,
Die Karte mag ich einfach mittlerweile so sehr. Ich finde es einfach witzig, wie viel die Karte einfach um sich rum hat. Es gibt so viele Varianten von Exodia. Mittlerweile hat die Karte sogar ein eigenes Thema. Sie ist quasi ein eigenes Kontrollelement für Draw-Karten im Spiel. Die Karte macht so viel aus, obwohl sie so alt ist. Das ist schon was ganz Besonderes. Aber in meiner Top 3 ist sie nicht. Denn der dritte Platz geht heute an die Karte Schwarzglänzender Soldat, Gesandter des Anfangs, und das ist einfach der legendäre BLS. Die Karte ist so cool designt, sie ist saustark, mittlerweile wieder auf 3 und nach wie vor competitive gesehen auf jeden Fall eine starke Karte in jedem Chaos-Bild. Ich denke mal, das muss ich keinem erzählen. Die Karte ist einfach ein 3000er Beatstick, den man specialen kann, der zweimal angreifen kann oder ein Monster banishen kann. Und das darf sogar verdeckt sein, was halt damals halt im Gold-Format unfassbar broken war. Die Karte ist da sehr, sehr grenzwertig und wie gesagt, ich spiele das Gold-Format privat sehr gerne. Und deswegen setze ich die Karte auch bis heute sehr gerne ein, quasi in diesem Retro-Deck. Und ich muss sagen, ich liebe auch das Artwork. Ich habe ja früher diesen anderen BLS etwas mehr gefeiert, dieses andere Effektmonster, das etwas schwächer war, vom Artwork her. Aber das hat sich mittlerweile geändert, weil einfach hier auch der Background so cool ist. Also irgendwie wage ich den normalen BLS, Gesandter des Anfangs, jetzt etwas mehr. Und ich denke, die Karte muss ich hier auf jeden Fall erwähnen, in der Top 3. Aber jetzt kommen wir noch zu zwei Karten, die wirklich auch Drachen sind und die so cool designt sind, die konnte ich nicht drunter platzieren. Und natürlich starten wir da mit dem JD. Ohne Witz, Leute, der Judgment Dragon ist so eine unfassbar coole Karte, die wäre fast auf Platz 1 gelandet. Also, was zur Hölle. Dieses Bossmonster hier ist zwar heutzutage nicht mehr so stark wie damals, weil damals war sie halt sehr krass für OTKs und so, aber sie ist nach wie vor einfach der fucking JD. Die Karte crusht das Board, sie rennt für 3300, ist extrem leicht beschwörbar, sie gehört zu einem der coolsten Themendecks aller Zeiten, nämlich Lightsworn, mein zweit Lieblingsthemendeck, wenn ihr quasi die Topliste gesehen habt, die vor kurzem rausgekommen ist. Und das ist einfach so etwas Besonderes, diese Karte hier. Ich muss sie hier erwähnen. Die Karte ist 20 mal cooler als jedes Bossmonster von Zatella Knight, was sehr schade ist, aber ich kann es nicht ändern. Auch wenn ich Zatella Knight trotzdem wahrscheinlich immer am meisten feiern werde von allen Themendecks. Aber der gute Judgment Dragon, der ist einfach mit Abstand auf Platz 1. Und ich muss sagen, selbst der Bestrafungsdrache, der quasi an die Karte angelehnt ist, der kommt nicht ansatzweise an die Karte hier ran, weswegen halt auch der Bestrafungsdrache heute nicht erwähnt wird. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu Platz 1, weil das ist halt mal wieder so ein Klassiker. Den musste ich eigentlich auf Platz 1 setzen, alles andere wäre einfach falsch gewesen. Und natürlich geht der Platz 1 heute an die Karte Drachenmeisterritter, weil das ist einfach mein Lieblingsmonster. Die Karte hier ist so cool. Eine Fusion aus dem blauäugigen ultimativen Drachen und halt dem Blackluster Soldier. Besser geht's quasi gar nicht. Das ist quasi eine Fusion aus meinem Lieblingskrieger und meinem Lieblingsdrachen. Und quasi aus den Protagonistenmonstern von Yugi und Kaiba. Okay, es ist jetzt nicht gerade der Blue Eyes und der Dark Magician, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Beide Signature-Monster, die quasi fusioniert werden. Das Ganze wird zu einem Drachen mit 5000, der stärker wird, wenn mehr Drachen im Friedhof sind. Also, keine Ahnung, das ist einfach der ultimative Drache für mich. Und das Artwork ist wunderschön. Das mit Abstand, mit gigantischem Abstand, coolste Fusionsmonster aller Zeiten. Und es wird wahrscheinlich auch nie wieder überboten. Und ich feiere die Karte mehr als den fucking Urteilsdrachen. Und das sagt einiges aus, weil der Urteilsdrache ist eine unfassbar coole Karte. Aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Topliste. Beziehungsweise noch nicht ganz. Denn einige Leute werden jetzt wahrscheinlich fragen, wo bleibt denn Wotan? Und diese Karte hier muss natürlich auch noch kommen. Und zwar auf einem Ehrenplatz. Die Karte hier ist nämlich mehr als nur eine Karte. Sie ist die obere Existenz und der Quell aller Macht. Und deswegen muss ich die Karte hier einfach huldigen. Auf den 0. Platz. Man kann die Karte einfach nicht mit anderen Yu-Gi-Oh! Karten vergleichen, weil sie einfach in einer vollkommen anderen Existenzebene haust. Und ich habe eine Allianz mit der Karte gegründet, damit sie quasi Macht für meinen Kanal spendet. Und wir können die Karte einfach nicht bewerten, weil ich unter dieser Karte stehe. Wir stehen alle unter dieser Karte, denn Wotan ist die oberste Existenz. Ich denke mal, Wotan muss man hier auf jeden Fall auf Platz 0 setzen. Es ist unser aller König und Meister. Und ich denke mal, wir werden zusammen den Kampf gegen das böse Wurmgeheuer eines Tages gewinnen. Aber dazu später mehr auf meiner negativen Topliste. Das war's aber auch schon mit der heutigen Topliste. Ihr wisst Bescheid. Alle Meinungen, die ich heute abgegeben habe, waren rein subjektiv. Also wenn euch quasi Karten nicht gefallen, die mir gefallen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann ist es halt so. Aber ihr könnt meine Meinung dann nicht wirklich ändern. Aber wie gesagt, alle Meinungen sind subjektiv, außer halt bei Wotan. Das ist einmal eine Feststellung, dass die Karte die oberste Existenz ist. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit meinen Hasskarten. Also viel Spaß dabei. Und das kommt dann wahrscheinlich in ein paar Tagen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was für Monster ich nicht so wirklich leiden kann.
Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.